Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Valheim. Heute wieder mit am Start Knüdeltoni, Ich guck. meine Frau Käppchen da hinten Piep. und meine Wenigkeit Möp. Ja, ihr Lieben, wir sind im hohen Norden. Ja, das kann ich mal kaschieren. Ich bin einmal verendet. Ups. Wir waren ja schon mal hier unterwegs. Hier hatte sich auch Louis Tony das letzte Mal ausgelockt. Hier haben wir ja Gebirge, Düsterwald und Ebene. Wir sind jetzt mal hier unterwegs wegen Silber und haben hier extrem viele Silberminen. Da ist ein Drache. Oh shit. Was? Ich habe gerade schon wieder ein Drache und so. Boah. Nervigen Gebölke immer. Der will aber nicht irgendwie zu uns. Hä? Ja, bitte. Kommst du mal ein bisschen näher, Ich Drache? hab ihn! Haha! Jetzt kommt er. Okay. Er kam. Fuck. Genau. So. Ja, also wir haben hier einige Silberadern. Das Problem ist, nur Knödeltoni hat eine Eisenpicke, glaube ich. Ja. Wir nicht. Bleibt ihr Lieben mal hier oben. Lass mich noch, Knödeltoni. Knödeltoni, hallo? Okay, Was? gut. Bleibt ihr mal hier oben. Ich gehe mal wieder zurück. Hol Stuff, beziehungsweise mach ein neues Portal und hol Stuff für ein Portal hier oben. Ja, gute Idee. Und denkt dran, es wird Nacht. Ja, wir brauchen ja schon das Ja. Hütchen. Genau. Wir brauchen noch Steine. Steinchen. Das kann man doch gut Ja. organisieren. Die kann man doch kloppen hier. So. Oder? Feuer! Frage nie meine Frau nach Steine. Ja. Ich sammle halt sehr gerne Mineralien und Steine. diverse Steine. Genau. Sind aber nicht dann diese teuren Steine, ne? So Diamanten und so, oder? Nein. Nee, die sind zu banal, die werfe ich immer weg. Ach so, ich verstehe. Ah, ja. Verrückt. Es wird Nacht, Senorita. Genau. Wie viele Steine brauchst du denn? Fünf für ein Lagerfeuerchen. Ach, fünf nur. Yay! Ja, bitteschön. Ich freue mich so. Dieses manuelle Aufheben, das geht mir voll auf den Sender, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ich muss noch erwähnen, Knödel Toni hat ja leider einen Bug. Wir wissen nicht, woran es liegt. Oh, ich muss aufpassen auf die Spikes. Er muss Sachen manuell aufsammeln und teilweise wird er gar nicht angegriffen. Hat seine Vor- und Nachteile, aber ich hoffe, dass es sich wieder normalisiert, dass er das Spiel halt normal genießen kann. Was So. hat Holz? Was Holz brauchst du? Sofort auf mich. Was Holz? Ich hab. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das wollte So. Hier, meine Lieben, zeige ich euch noch gerade schnell das andere Portal. Und zwar bin ich auch Achso. angerandet. Das war nur ich. Ich bin hier wirklich am Rand der Welt. Ich bin wirklich bis hierhin gefahren, wo ich gemerkt habe, oh, da kommt jetzt gleich Strömung. Und Käffchen, bitte. mir gefällt's hier. Mir gefällt's hier richtig. Aha. So. Und irgendwas knurrt hier gerade. Ja, sorry, das ist mein Magen. Nee. Das klang eher nach Fubar. Furchtbar. Böse den Arsch voll kriegen, genau. Richtig. Oh, ich hab hier. Irgendwo sagt er. Oh, Das ist wieder ein Golem. warum tust du sowas? Warum erfrierst du? So. Feuer! Ich bin das noch nicht allein, das hört ihr doch auch, oder? Ich höre gerade gar nichts eigentlich. Ich auch nicht. So, Holz habe ich. Einmal 30 erstmal. Ich spüre verdeckte Objekte. Oh, ich kann reimen. Ja, du bist ja unser Skalde. Nur zur Info, den Obsidian und die Zwiebelsamen packe ich mal
in die Gift-Kältetränke-Kiste. Ja, mach. Wir haben hier so leicht ein Lagerproblem. Wir haben auch jetzt einen leichten Schneesturm, nur so als... Ah, okay. Ja, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So, was mache ich denn hier mit? Feuer! So, packen wir jetzt das rein. Da können wir Holz reinpacken und dann können wir dann... Es... Oh, Wetter draußen, ne? Zum Niederknien. Jo. Federn lege ich mal hier rein. Ach, 20 Edelholz brauche ich. Bläh. Sauerei. Machst du dir gerade eine Eisenspitzhacke? Nee, ich will uns erstmal Portal. Ach so, genau. Vielleicht noch eine Eisenspitzhacke, wenn du einmal dabei bist. Ja, wenn wir noch Eisen haben, das ist das Problem. Ach so. Echt? Okay. Ja, wir hatten uns ja das letzte Mal gut ausgerüstet. Und das erste will wir erstmal, wie gesagt, diesen Metzgertisch bauen, weil dann gibt es erstmal das richtig leckere Essen. Na komm. Deutsch. Ach so, ja, hust du nicht. Was? Blablabab. Ja, das. Ich weiß, ich überrasche mal die Leute. Kerne, komm, nehmen wir uns zwei Kerne. Augen. So. Wir haben zwei Eisenbarren. Oh, das ist ein bisschen wenig. Du brauchst schon 10, ne? Oh. Yep. Hinten im Wagen ist auch nichts mehr. Ich guck mal, aber ich habe das so in Erinnerung, dass das komplett ausgeschlachtet wurde. Okay, wir hatten so viel geholt, war das. Wir haben noch Zinnerz, wir haben Zinnbarren etc. Out of Eisen. So. Der tollkühne Nobody eilt seinen Spielgefährten in der dunklen Nacht entgegen. Ja, im Schneesturm. Viel Spaß. Ja, aber eine warme Buchse an und lange Strumpfhosen, Junge. Hallo? Wie in echt? Jetzt muss ich an die Wochenschau. Ich muss jetzt ein bisschen so an die Wochenschau denken, so, komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja, genau. Komm mit dem Fernsehen. Gute alte Zeit noch. Oh ja. Oh, ich habe ja gestern wieder mit MASH angefangen, ne, auf Disney. Ja? Achtung, Hinweis. Nikotinhaltige Produkte werden hier dargestellt. Oh. Echt? Ja, im Koreakrieg, in jedem Krieg wird gequarzt. Okay, also echt? Das Problem hatte ich nicht, als ich die Collection gekauft hatte. Ich sehe absolut gar nichts. Zum Glück habe ich noch diese Tiara oder keine Ahnung, dieses Leuchtding von den Zwergen hinter den sieben Bergen. Achso, diesen Taschenlampenhelm oder was? Genau. Ja. wer schießt denn da? Ja. Und schießt nicht mal so schlecht. Drache? Nein, Fallen. Oh. Hä? Und jetzt habe ich noch einen Wolf hinter mir. Können wir helfen kommen? Komm, bevor er hops geht. Ist er nicht weit weg. Du erfrierst. Skelette. Ich habe Skelette. Ja. Ich habe noch einen Wolf. Immer. Erb nicht. Party hart hier. Was ist los? Wir wollen doch nur spielen. Ach nee, dann muss ich wieder hier hochkrepeln. Ach komm. Was soll's.
müsstest du eigentlich hier vor mir sein. Ja, da bist du doch. Maul halten. Ja, aber hier Pfeile habe ich ja eigentlich aktiviert. Ach, die normalen. Ah, jetzt tut er mich hier runterschubsen, der Kerl. Los, brenne, du Lumpensack. Ja, der ist halt kaputt. Ja, scheiße, jetzt aber. Ja. So, wo bist du jetzt? Ah, da, ich sehe den Lampenschirm. Ach, Lampenschirm, rede ich schon. Das fange ich auch schon so an. Ich habe hier auch noch einen Wolf. Wo bist du? An Sterne. Hä? Boah, krass, das hat der mit Schaden. Komm runter zu uns. Ich bin doch schon längst kaputt. Echt? Oh. Der mir einmal hatte Hams gemacht, dann war ich weg. Oh, böser ein Sternewolf. Wo waren das? Hinter dem Stall. Da war ein höherer Felsen da irgendwo, ja. Wo der Drache war? Ja, genau dahinter, wo der gefallen ist. Genau. Ich warte, bis das Portal steht, dann komme ich rüber. Ja, Sternewolf. Hey! Ich nehme nochmal Frosttränke mit und gut ist. Ich kann nichts einsammeln. Ah, wir haben jetzt 3 Schädel. Cool. Aha. Wir könnten uns theoretisch, wenn wir ein bisschen Silber haben. Okay, dann müssen wir rüberkarren, aber. Wo ist denn jetzt die Bude hier überhaupt? ja, haben wir nicht markiert. LOL! Werwolf! Fenring! Hau ne weg! Na also! Boah, hab ich jetzt erschrocken! Da ist noch einer! Da kam so ein ganz sympathisch. Da hinten ist, glaube ich, unser Bude. Ja, okay. Müsste man aber sehen, da ist Feuer an. Oh, ich gehe erstmal da rein. Welches Portal wäre das denn? Das, ich gehe erstmal rein, auf der anderen Seite ist die Tür, du Hohlkopf. Ich habe mich gerade gewundert hier, what the... Wo was steht? Was? Warum ist da offen? Weil wegen Lichteffekt, dass man was sieht. Aber dann machen wir hier mal eben kurz Haus und Haus. So. I just call to say. Was war das? Hinter dir das Portal. Ja. Very good man. Da kommt jemand geflogen. Ja. Mich ein bisschen. Oh, meine nackte Frau, komm mal her. Ich gehe mal meinen Kram. Warte erstmal. Ey, selbst das Portal ist nicht animiert bei mir. Ich bin jetzt durch ein unanimiertes Portal geschwuppt. Okay. Schlüpft. Ah, alles schlüpft. Alles, alles sehr. Ich nehme auch noch eine Dings mit. Meine normale, Axt hier. Axt, sag ich schon. Spitz, Beil, Hacke. Für Steine wegklopfen. Okay. Und die Silber, die Eisendings nur für Silber und für Obsidian. Ah, Obsidian. Ich guck mal kurz hier eine Sache an dieser Werkbank, an dieser Schmiede. Was ist denn eine Karnisa-Schmiede? Hu? Ach, Käppchen ist das. Jo. Tod durch Snoo, Alter. Du hast ja, mein lieber Mann, da kriegt man ja Angst als Mann. Ach, falsches Tor, ich Idiot. Wie heißt das Tor? Haus? Wie hast du das genannt? Silber. Dann komme ich nochmal durch das Nase. So. Jetzt ist es. Er kommt durch die Nase. Durch die Nase. Shit. Ja, wir hüpfen raus. Quemol. Das Tor ist etwas speziell. Ah, ich hab's verkehrt rum. Ja, jetzt sehe ich's erst. Ja, ist ja. Okay. So, schaffe ich so meinen Tod? Ja, ich habe gerade auch gemerkt, ich habe es verkehrt rum. Ich gehe mit dir mit. Boah. So weit ist es ja nicht. Ist ja, glaube ich, irgendwo hier schon sein. Ja. Da ist es.
Drago. Los, brenne du, Sack. Oh. Er brannte. Ja. Und was? Musst AFK, ich versuche noch zurückzukommen. Okay. Ja, ist klar. Und bleib dann da hinten. Geh am besten durchs Portal. Ja, genau. Ich mach hier mal Obsidian. Eilig? Wir haben ja, ist einen... okay, ich komm hin. Alles gut. So, das ist auch ein Drachen, genau. Alter! Was? Der Drache! Missgeburt! So. Da guckst du, ne? Da brennt dir der Schwanz. Was? Daher kommen die heißen Schwänze. Oh, das war jetzt aber. Das war ja was. Hier ist ein Geräusch. Ich weiß nicht, ob wir einen Eisgolem haben. Wenn wir sagen, wo ihr seid. Ah, da seid ihr. Will einer meinen Obsidian anfassen? Ja, nö. Oh, na. Der Wolf hat keinen Bock. Ja, jetzt kommt er. Komm zu Daddy. Ich knuppel mal die ganzen Sachen. Oh. Hab mir beim Hausenbruch geklaut. Hattest du eben irgendwas ein... Ah ja, Kristall, hast du das noch in der Tasche? Nee, ist in der Kiste, in der Bude. Okay, in welcher genau? Ich glaube ganz rechts. Also da waren vorher die... Kristalle, Wolf, Obsidian, Gelumpe. Ist so. Männer. Männer. So, ganz rechts. Wieder ein Drache, Alter. Das gibt's doch nicht. Hier ist echt die. Wo? Irgendwas stapft hier rum. Das klingt nach Drache gegen Bordell. Gegen Golem. Okay. Welche Kiste ganz rechts meinst du? Die am Lagerfeuer. Ja, Drache gegen Golem. Ja, bei uns in der Hütte, hier in der Berghütte. Im Gebirge hier. Ja, bei Silver. Ach so, ich bin jetzt wieder weg. Golem klopft sich hier mit Drache übrigens. Okay. Und so. Drache liegt schwer zurück. Du kannst es, Drache! Oh, ich krieg ja wieder Schaden, merke ich. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo hier diese Eishöhle ist. Vermute hier irgendwo auf der Seite, so links runter. So, Golem ist Vergangenheit, Drache ist Vergangenheit. Oh, da sind noch Kristalle. Noch mehr Kristalle. Ey, was sind das alles für Monster-Golems, dass die so viele Kristalle dabei haben? Hast du hier schon mal Silber abgeerntet? Nee. Weil hier wurde auf jeden Fall schon mal gegraben, eingesetzt. Ja, wir haben, ich habe zwei Silber auf jeden Fall markiert. Und ich glaube, da haben wir sogar drei Silber, wo ich jetzt hier gerade... Moment. Das Zeichen gesetzt habe. Den Ping. Ich musste den Alarm der Enterprise ausschalten. Schon wieder? Ah, hä? Ist meine Frau jetzt noch da? Ja, also zumindest ist die da in der Hütte. Ah, sie ist nicht durchs Portal gegangen? Nee, die steht hier. Draußen. Hä, ist das Portal falsch rum? Ja. Ach so, ich verstehe. Schatz?
Okay. FK. Oh, FK. Also nur zur Info, du stehst draußen in der Kälte. Frau? Wir stehen in der Kälte. Ja. Ah, okay. Alles gut. Verstehe ich zwar nicht, weil ich war eigentlich drüben. Warum ich jetzt wieder hier bin, kein Plan. Bin eigentlich rübergegangen. Hm. Egal. So müsste der auch nicht richtig rum sein. So, ihr Lieben, ich würde auch sagen, meine Frau ist jetzt pünktlich zum Ende einer Folge wieder eingetrudelt. Ja, du warst weg. Du hast dich einfach nicht mal abgemeldet. Ja. Du brauchst gar nicht zu leugnen. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also, wie immer, hat es mir mit euch sehr viel Spaß gemacht. Lügner. Aber! Ja. Machen wir den Blauen. Und ausgesperrt. So. Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei dir, Knödel-Toni. Wie immer, sehr gerne. Bei dir, Käppchen. Gerne. Wobei ich sagen muss, Käppchen zockt. Bei euch, ihr lieben Zuschauer. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen. Würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Euer Nobody. Tschüss.